Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Dieses Wort aus 2. Korinther 12 habe ich schon mal früher hier im Morgenvideo ausgelegt. Gestern habe ich seine Wahrheit noch mal in ganz besonderer Weise gespürt. Denn ich habe das 20-jährige Jubiläum der Selbsthilfekoordination Bayern mitgefeiert. In einer Talkrunde haben Menschen aus unterschiedlichen Selbsterfahrungsgruppen ihre Erfahrungen geteilt. Es ging um Multiple Sklerose, um Traumaerfahrungen, um Long-Covid, um Prokrastination, also ein extremes Aufschieben von zu erledigenden Dingen und um die Trauer um Angehörige, die an dem Coronavirus gestorben sind. Es war sehr berührend, wie die Menschen, die davon betroffen sind, berichtet haben. Und es war ein Gefühl der Verbundenheit so vieler Menschen im Raum, wie man es selten spürt, weil wir uns so selten in solchen Runden verletzlich machen. Das miteinander teilen, was uns beschwert oder gar verzagen lässt. Gestern war es anders. Gerade durch das Sichtbarwerden der Verletzlichkeit haben wir ein großes Gefühl der Verbundenheit gespürt. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das haben wir gespürt. Vielleicht sollten wir viel öfter den Mut haben, unsere Schwachheit zu zeigen. Gerade jetzt, da wir unsere Verletzlichkeit nach 2 Jahren Pandemie und all den Sorgen um die Folgen des Ukraine-Kriegs besonders spüren. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Dieses Wort des Paulus könnte der verheißungsvollste Hinweis darauf sein, wie wir aus diesen Krisenzeiten am Ende sogar gestärkt hervorgehen könnten. Geht gesegnet und behütet in diesen Tag.